Moin moin, willkommen zurück zu Diablo 3. Ja, ich weiß, wir haben jetzt sehr, sehr lange nichts aufgenommen. Das lag aber einfach daran, dass in der letzten Aufnahmesession, quasi direkt nachdem wir die Aufnahme pausiert hatten und dann eigentlich weiter aufnehmen wollten, ist mein PC sozusagen explodiert und so. Ich hatte das ja auch nochmal kurz in dieser einen Nachricht da hingeschrieben. Was da genau passiert ist, war jetzt nicht weiter tragisches, aber es hat mich halt irgendwie am Aufnehmen gehindert. So. Vollkommen egal. Jetzt soll es auf jeden Fall weitergehen und ich weiß schon gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Was haben wir gemacht? Ja genau, wir haben jetzt Akt 4 angefangen. Ich habe noch jede Menge Zeug in meinem Inventar, was ich jetzt mal so nebenbei auch mir mal identifizieren und angucken werde. Wir haben die ersten beiden Bossgegner haben wir, glaube ich, schon besiegt gehabt. Ja, War richtig, ne? das Ja. haben wir ja. Okay. Ja, dann gucke ich hier nochmal ganz kurz zwischen. Bla und blub. Das ist eigentlich alles ziemlich bescheiden, dürfte ich mal behaupten. Wird's also eingeschmolzen. So, wie gesagt. Und ja, dann kam auch noch dieser ganze Quatsch mit den Prüfungen dazu und so, mit der Uni. Aber das ist ja jetzt schon so gut wie vorbei. Eine kommt noch. Und dann geht's auf jeden Fall ganz regulär weiter. Und dann mache ich auch mal Sackle 2 auch weiter. Aber Ferien. Woohoo. Yay! Haben wir richtig lange frei. Ich sag lieber nicht, wie lange, weil sonst kriegen wir hier noch auf den Kopf. Das ist unfair. Wir wollen auch so lange frei haben. Ja, dann müsst ihr studieren. Ja. Müsst ihr auch was dafür tun, für frei haben. Eben. Gott, was wollte ich jetzt? Ach ja, genau. Wir müssen jetzt findet und vernichtet den verderbten Auswuchs, unter dem das Tor zur Hölle aus der ersten Ebene der Gärten der Hoffnung verborgen ist. Ich habe schon wieder den ersten Part des Satzes vergessen. Wir müssen irgendwas finden. Ja, wir müssen jetzt diese Höllentore finden. Los jetzt, go. Komm. Ah, genug rumgegammelt. So, Gärten der Hoffnung, Ebene 1. So, hier drin in diesem Bibliothek des in der Bibliothek des Schicksals war ja dieser Rakanoth. Und jetzt geht's auf jeden Fall erstmal schon mal munter, fröhlich mit Lex weiter. Das freut einen doch. Juhu. So, ich bin übrigens fast Level 30. Sehe ich Was? gerade. Ich bin erst bei der Hälfte. Ich hab grad. Alter! Der diese Lags zu Beginn, ne? Ich hätte mal irgendwie zwischendurch einfach mal 2 Minuten aufnehmen sollen, damit die Lags aufhören. So, aber ich denke, so langsam hat das. Nein, er hat's doch nicht. Jetzt hat das wieder. Wenn die nächsten Gegner kommen, hat das wieder nicht. Ja, das ist halt passiert. Aber das ist am Anfang bei Diablo ja immer so irgendwie. Du kannst noch so einen geilen PC haben, es laggt am Anfang. Oh Gott, ich merke auch gerade was. Was denn? Der Ton von dem Spiel war immer noch auf auf meinen Standard. Lautsprechern und nicht So. auf meinen Kopfhörern. Da hat man bestimmt nicht gehört. So, und dabei stelle ich auch fest, dass der Ton sehr laut ist. Mal wieder. Irgendwie stelle ich das jede Folge um. So, schon besser. So, und jetzt unsere Aufgabe. Wir müssen diese komischen verderbten Auswüchse hier, diese Magengeschwüre da. Oh, jetzt habe ich ihn unterbrochen. Habe ich so Reflexhandlung. Egal, jedenfalls die müssen wir kaputt machen und dann müssen wir jetzt diese Tore zur Hölle finden. Und dort müssen wir hineingehen und anschließend den Oculus der Hölle zerstören. Er hat dich voll verarscht. So ein Assi. Dass du eben Diablo unterbrochen hast, war gar nicht schlimm. Weil er hat dich nämlich zuerst unterbrochen. Ja. Ja, Diablo, so ist das. Wird Gleiches mit Gleichem vergolten. Nee. Was ja wiederum auch nicht stimmt, weil ich dich töte, du mich aber nicht. Du uns aber nicht, meine ich. Lass erstmal bis dahin kommen und dann sehen wir weiter. Ja, komm, das schaffen wir, gechillt. Das machen wir jetzt in einer Aufnahmesession durch. Okay. Und dann kommt Albtraum.
Da freue ich mich schon drauf. Ja, da sterben wir wahrscheinlich gleich. Beim Skelettkönig oder so. Dann gibt es da so eine Folge Willkommen im Albtraum und dann die nächste Folge heißt dann Buhuhu. Buhuhu. Wir sind schlecht. Aber eine Sache will ich dann auch noch machen. Vielleicht noch bevor wir... das muss ich überhaupt gucken, ob ich das schon habe. Ich glaube noch nicht. Bevor wir in Albtraum kommen, wollte ich das eigentlich machen, aber das geht ja gar nicht, weil ich das Ding jetzt noch gar nicht habe. Und zwar in das Pony-Level. Ach so. Damit du das auch mal siehst, du warst ja noch gar nicht drin, ne? Nee, ich war da noch nicht drin. So, und ich werde jetzt hier wieder mit Fähigkeiten zugeschmissen. Da werde ich direkt mal warten, bis du auch Level 30 bist. Und dann können wir wieder gemeinsam gucken, dass man nicht zweimal da ein paar Minuten lang rumsteht. Ja. Ist okay. Kann man so hinnehmen, ne? Ja. Ups. Nein, Rubin, komm her. Der Erzengel Imperius. Imperius, der Erzengel der Tapferkeit, ist der größte Krieger der Schöpfung. Er schwelgt in Kriegen und Schlachten und hat die Kronen des Himmels zu unzähligen Siegen geführt. In Abwesenheit Maltaels ist es nun Imperius, der den Vorsitz des Angiris-Rats innehat. Immer darauf bedacht. Guck mal, so einen halben Meter zurück. Vor allen Feinden zu schützen. Dann läuft er da in die Falle rein. Zu spät. Jetzt habe ich die umsonst gelegt. Ich habe ihn einfach weggebasht. Ja, mit einer unglaublichen Macht, die so mächtig ist, dass sie ihn einfach wegbasht. Richtig. Na, Auriel, jetzt hat Auriel Dingens unterbrochen. Auriel darf das auch, sie ist ein Erzengel. Das ist eine Frau? Ja. Ich dachte, das wären alles Kerle. Nein, hör doch hin. Nee, hör doch hin. So, ich gehe durch das Portal und du nicht. Machst du hinter mir zu, hinter dir. Ja. Ist ja unfair. Oh, ich hab Platz. Das Mega leck. Ich sehe nichts. Stehst hier noch. Jetzt bewegst du dich wieder. Ja, aber bei mir bewegt sich nichts. Ich kann machen, was ich will, aber... Also ich habe noch 60 gerade. Hm. Ich habe auch 50, aber trotzdem geht's nicht weiter. Bei mir sind immer noch die beiden Gegner hier und ich kann nichts machen. Okay. Also bei mir... Kannst du mal hier kurz zu mir rüber gucken? Ja. Da gehst du ganz normal rum, die beiden Gegner liegen schon längst und ja... Alles, was du klickst, wird bei mir auch so direkt übertragen. Okay, bei mir passiert überhaupt nichts. Ich kann mich zwar bewegen, aber sonst nichts. Magst du vielleicht einmal kurz einfach rausgehen? Aus dem Spiel, ich lade dich nochmal neu ein. Ja, okay. Dann verzögert sich das zwar ein bisschen, aber ist auch besser, als hier jetzt ewig lange zu warten. In der Hoffnung, dass es dann wieder geht. Irgendwas? Also ich kann ganz normal schießen. Aber jetzt ging's wieder. Jetzt bin ich aber trotzdem rausgegangen. Ein Verbündeter hat meine Gruppe verlassen. Ja, ich komme mal rein. Die Gegner werden schwächer. Ah, bist noch in der Gruppe? Super. Ja. Neuen Verbündeten. Doch meine Feinde werden stärker. Ja, meine Feinde werden stärker. So, kannst du zu mir porten, alles klar. Noch bist du unsichtbar? Noch bin ich auch nicht weg. Jetzt bin ich da. Jetzt bist du da. So, alles klar. Geht's wieder? Klick mal ein bisschen rum. Jetzt habe ich eine Latenz von 1700. Ach du Scheiße. Also irgendwas stimmt hier gerade nicht. Irgendwas ist doof, ja, hast du recht. Also bei mir bewegst du dich auf jeden Fall. Ja, lass mal weitergehen. Meinst du? Ja, bisher geht's. Jetzt geht's, glaube ich, wieder. Die Tänze ist wieder normal. Okay, gut. Dieses blöde Online-Beschissene hier. Ja, da kann man sich nur drüber aufregen. Da oben müssen wir übrigens nicht mehr hin. Achso. Elite. Hello, Ladies. Wie geht's euch denn? Nein, nicht das Weiße. So, und jetzt müssen wir hier weiter nach rechts. Rechts fahren. Einmal rechts halten, bitte. Ich
sollte das lassen. Das kam jetzt ein bisschen plötzlich. Schön. Oh Mann, ey, was wollen diese ganzen Unterdrücker? Der hat mich immer selbst ein bisschen überrascht. So, jetzt hier wieder seriös werden. Ja. Wir sind ja hier nicht beim Let's Play, wir sind ja hier beim Let's seriös sein. Let's Zock seriös Simulator. Genau, Simulator. Ja, das ist hier der Dämonen-Simulator 2014 schon. Das ist jetzt die Beta, die dürfen wir spielen, weil wir einfach cool sind. Und ja, das ist jetzt gelogen, aber also, dass wir cool sind. Ich dachte das mit der Beta, ich dachte wir sind wirklich cool. Nee, wir sind nicht cool. Oh, das ist ja doof. Hören wir uns mal den Erzengel Tyrael an. Macht über die Gegenwart. Aus diesem Grunde ist die Tyrael der Erzengel des Schicksals, ein wichtiges Mitglied des Rats. Er alleine verfügt über die Fähigkeit, die Fäden des Schicksals zu entschlüsseln, in die himmlische Schriftrolle des Schicksals verwoben sind. Hey, das sind Engel, die helfen uns. Süß. Andere niemals voll nachvollziehen könnten. Können wir die mitnehmen? Kann ich den behalten? Oh, der ist ja auch süß hier. Boah, ich knuffelig, so ein Bezwinger. So ein Hundi. Sollen wir. Ja, wir müssen jetzt hier die ganzen Magengeschwüre kaputt kloppen. Na, kommt da nichts raus, doch. Um das zweite Dämonentor zu finden. Also irgendwie ist das heute komisch mit den Lags. Ich weiß auch nicht. Echt ganz komisch. Nee, hey, was Gelbes fallen gelassen. Juhu. Ein Zauberstab. Der ist schlecht. Direkt mal gucken. Ich auch einen seltenen Zweihandstab. 38 Schaden. Hier hast du Schuhe. Da sind besser. Und dann kann ich dir eventuell auch mal die hinwerfen, das haben wir eben schon festgestellt, dass ich Schuhe mit Intelligenz trage. Aus was für einem Grund auch immer. Ja. Ja, hier sind Armschienen, da ist zwar keine Vitalität, aber viel Int drauf. Für dich 200 Leben. Hm. 25 Schaden dazu. Ah, ich habe hier ein Schild, der mich stärker macht. Mehr Vitalität. Und mehr Rüstung. Ich weiß nicht, was du für ein Schild hast. Ich glaube, du hast denselben wie ich, ne? Ja. Oh, deiner ist besser. Komischerweise. Ja, der hat mehr Vitalität. Ja, da war ja noch dieser Sockel mit diesem Gammel-Edelstein da drin. Nee, der hat schon allgemein mehr Vitalität als meiner. Ach so. Okay. So. Dann gucken wir mal weiter rum hier. Ist vorwärts kommen hier. Dort haben wir es. Halt die Klappe, Diablo. Wäre echt mal gleich richtig gegangen. Ist ja mal ein Wunder. Ja, das machen wir sehr selten irgendwie. Explodiert, Höllenfeldbeber. Höllenfeldbiber. Nein. Ja, ich will jetzt nicht noch so eine Geschichte lesen, die... Ich höre da sowieso nicht hin. Also kaum. Und bei der ganzen Action hier kriegt man da sowieso nichts zu hören. Das stimmt. Das ist einfach liegen. So, und ich werde mir jetzt auch angewöhnen, öfter diesen Streuschuss zu benutzen. Weil der einfach echt cool ist. Wolltest du dir früher auch schon angewöhnen? Ja, aber jetzt mache ich es wirklich. Okay. Das ist also ganz ehrlich, so voll ernst und so. Glaube ich dir mal. Sterbt! Siehst du, geht doch! Sterbt! Hochachtungsvoll! Euer Mörder! Euer Mörder!
Euer Erlöser. Ich gehe übrigens schon weiter. Gut. Ja, ich bin unten rumgegangen. Achso. Da waren aber nur zwei so Keksgegner. Keks? Ja, Gegner mit Keksen. Ich mag Keks. Und den haben sie mir verkauft. Weißt du, wie so in diesen amerikanischen Filmen, die dann die Pfadfinder dann, oder die Schulklässler, so Zweitklässler oder so, dann von Haus zu Haus gehen und Kekse verkaufen. Für einen guten Zweck? Was ist damit? Ja, das haben die gerade gemacht bei mir. Ach so. Aber ich habe sie einfach getötet, weil der Keks zu teuer war. Ja, der kam so an und meinte so, ja, willst du einen Keks haben? Und dann habe ich gesagt, nö. Zum guten Zweck. Dann habe ich ihn halt getötet. Für die Restauration der Hölle. Ja, dann, also vorher habe ich ihn natürlich noch gefragt, wie teuer der Keks ist. Und dann meinte er so, ja, 5 Euro. Ein Keks, ja. Keine Packung. Dann habe ich gedacht, ja, nee, ist jetzt ein bisschen teuer. Und dann habe ich ihn getötet. Einfach so. Du bist ja echt Killer. Awesome. Ich habe wieder Lags. Ja, ich habe auch gibt's gerade... Was gibt's da nicht? Nee, doch nicht. Ich habe keine. Oder? Mal gucken. Zack, zack, zack. Nö, ich habe keine. Aua. Bei mir ist dasselbe wie eben. Hä? Also hier kommen schon die ganze Zeit neue Viecher, die muss ich natürlich abwehren. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder? Sicher? Ja. Also es ging auf jeden Fall weiter. Ob es jetzt immer noch richtig geht, ist... Hoffen wir es mal. Wir müssen nach oben. Ja, ich habe trotzdem das hier kaputt gemacht, weil ich es nicht mag. Ich habe es gehasst. Okay. Aber jetzt gehe ich wieder mit meinem Laserstrahl. Obwohl ich gar keinen Laserstrahl mehr mache. Hm. Bewegt sich auch gerade nicht mehr. Doch, jetzt. Aber das ist doch behindert. Oh, scheiße. Da sind übelst viele Dämonen bei dir. Hilf mir. Ja, hab die... Ich kann nichts machen. Du warst dreiviertel tot schon. So, hast du 3 Meter weiter geguckt, hier ist nichts mehr. Also du bist, stehst auf jeden Fall safe. Ey, das ist ja wäre ich nicht runtergegangen, um zu gucken, was du da machst, wärst du wahrscheinlich gleich tot gewesen oder so. Ist auch lustig, wenn der Lag vorbei ist, dann wird hier so ganz schnell alles abgespielt, was sich gerade abgespielt hat. Ja, sieht immer ganz interessant aus. Ja. Also auf jeden Fall stehst du hier jetzt rum, du hast dich gerade ein bisschen bewegt, aber... Ja, jetzt kann ich mich auch wieder bewegen. Jetzt machst du auch gerade den Laser. Ah, das ist doch... Das kann doch so nicht weitergehen. Mach nochmal den Laser. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder, okay, dann lass uns nochmal probieren, dass wir wenigstens diese eine Folge noch voll kriegen. Und dann gucken wir mal, was das mit diesen Lags da auf sich hat. Okay. Das kann echt nicht sein, ey. Du musst doch nicht mal lange durchhalten, sind jetzt bei... 18 Minuten. Es geht noch 1-2 Minuten, dann haben wir es. Quasi, bis wir jetzt irgendeinen markanten Punkt haben, wo wir dann wieder starten können. Hm. Ich kann mich echt nur drüber aufregen. Das ist echt die schlechteste Idee, die Diablo, die Blizzard je hatte, hier einen Online-Zwang reinzumachen. Ja, und das Witzige ist, bei der PlayStation-Version machen sie es nicht so. Das ist... Die Konsolenversion hat kein Auktionshaus. Die Gegner lassen mehr Loot fallen, der dich quasi stärker macht. Also du hast eine höhere Drop-Chance auf Gegenstände, die ja halt auch wirklich was bringen. Jetzt wurde ich rausgeschmissen. Jetzt wurdest du rausgeschmissen, ja. Du hast eine höhere... Ja, wie gesagt, eine höhere Chance darauf, dass du halt was kriegst, was zu dir passt. Und... Du kannst das auch offline spielen. Auf der Konsole haben sie einfach quasi alles das gemacht, worüber sich die ganzen Fanboys deiner PC-Version aufgeregt haben. Ja, ist ich meine, meine Güte, dieses Auktionshaus, man muss es doch nicht benutzen. Ich meine, wir benutzen es doch gerade auch nicht und wir kommen ganz gut voran. Das ist jetzt irgendwas, wo ich sage, ja, meine Güte, ich benutze es eben nicht. Das ist mir sowas von vollkommen egal. Ja. Das Einzige, was mich halt auch wirklich stört, ist dieser Online-Zwang. Aber ansonsten habe ich nicht wirklich viel an dem Spiel auszusetzen. So, aber auch egal. So, wir laufen jetzt noch eben schnell zum Kristallsäulengang. Zack, zack, zack.
Meine Laune schon wieder ganz unten. Ganz ehrlich. Doch kein Spaß hier. Na komm. So, ein kleines Stück noch, dann haben wir es auch. Dann hast du es hinter dir. Ja. Werde ich aufhören, diese Scheiße. Nein. Mir macht's ja Spaß, aber ne? Jetzt ist schon wieder dasselbe. Kann mich nicht mehr bewegen. Schon wieder weg. Oh. Gerade jetzt, wo wir wieder so ein ganzer Arsch voll Dämonen ankommen. Ja, jetzt wieder. So. Kotzen! Könnte ich. Einfach alles umnatzen jetzt. Vollkommen ausrasten. Alles ankotzen. Fresst meinen Zorn. Spürt meinen Zorn und ich sage das immer. Ja, und ich sage, fresst meinen Zorn. Damit er sich in ihren Gedärmen weiter wachsen kann und dann explodieren die von innen heraus. Nein, du klingst überhaupt nicht verbittert gerade. Nein. Merkt man vielleicht, dass mich das ankotzt? Geringfügig, oder? So, wir müssen nach oben gehen. So. Eine Klingklaue, den Engelsdrescher. Ich bleib mal ein bisschen weiter hinten. Ja, das ist nämlich eine bessere Idee. Ja, wir haben es ja auch. Hier steht Türe ja schon rum. So, kannst du bitte die Folge irgendwie so nennen, dass mir das ankotzt? Kann ich machen. Ja, mal schauen. Es war ein Fehler, sich der Verzweiflung hinzugeben. Ihr habt mir gezeigt, dass noch immer eine Chance besteht, zu siegen. Aber wir müssen uns beeilen. Diablo ist bereits auf dem Weg zum Silbernen Turm. Ich verstehe es endlich. Euer Volk stellt sich dem Tod und der Finsternis jeden Tag. Trotzdem findet ihr den Mut, weiterzumachen. Es ist eine Ehre, einer von euch zu sein. Vielen Dank, Tyrael. Vielen Dank. So, wir begeben uns jetzt in den Kristallsäulengang. Das ist ein Ereignis. Nein, dann machen wir das doch noch nicht. Ja, wir stehen jetzt hier vor und jetzt werden wir die Folge an dieser Stelle beenden, weil, wie gesagt, Lag-Probleme und so. Und wir wollen erstmal gucken, woran das überhaupt liegt. Das ist übrigens schon wieder. Ja. Dasselbe. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.